Ich muss erstmal ein paar Sachen loswerden, Freunde. Ich habe heute gehasselt. Von A bis Z, ganzen Tag. Der Hassel hört nicht auf. Ich habe einige Projekte vor. Und dementsprechend kommt halt weniger Musik, muss ich einfach dazu sagen. Ja? Was für Projekte, Bre? Guck mal, ich sag euch eine Sache, kann ich euch jetzt schon ganz offen erzählen. Wir haben einen Verlag gegründet. Ja? Wer weiß, was ein Verlag ist? Wer weiß nicht, was ein Verlag ist? Das ist ja auch jetzt mal hier eine gute Frage. Auf jeden Fall haben wir einen Verlag gegründet. Für die, die nicht wissen, was es ist, kann ich das gerne nochmal erklären. Verlag ist eben, wenn du ein Buch schreiben willst. Genau. Okay, es gibt halt auch einen Musikverlag. Sowas machen wir halt, okay? Wir sind Musikverleger. Wir kümmern uns darum, dass quasi der Artist, okay, der Künstler, der Produzent oder der Songwriter, vielleicht auch einer nur, der Melodien gemacht hat, ja, Topliner ist, dass seine Rechte zu ihm kommen, okay? Das heißt, dass wenn er irgendwo einen Song gemacht hat mit irgendjemand mal, sei es, er hat nur eine Melodie eingegeben in den Beat, dass er die Rechte dafür hat und dass diese Rechte nachgegangen wird. Bedeutet zum Beispiel, ich verdiene ja Geld durch Musik. Nicht jetzt, dass ich jeden Tag einen Song raushaue, nein. Ich habe schon, wenn ohne zu lügen, Freunde, ja. Lasst uns das zusammen einmal abchecken. Für die, die hier auf Twitch gerade mit mir sind. Ihr könnt mit mir gerade original das abchecken mit mir zusammen. Guck mal, Spotify gehen wir mal ganz kurz rein. Und dann checken wir mal, wie viele Songs der gute Sugar MMFK, ja, mittlerweile auf dem Markt hat. Sugar MMFK, wo ist mein Playlist? Okay, guck mal, Freunde, ich habe eine Playlist. Die heißt Sugar MMFK, einfach, und da ist so ein blaues Herz. Okay, blaues Herz, so ein Universum. Guck mal, Freunde, damit ihr wisst, wie ich mein Geld verdiene, ja, ist natürlich durch die Musik, die ich gemacht habe. Das heißt, guck mal, ich habe jetzt hier, wir brauchen nicht mal zählen, hier steht sogar Zahlen. Was schätzt ihr, wie viele Songs habe ich jetzt so online? Sagen wir nur auf Spotify, weil ich habe natürlich auch Songs auf YouTube, die wir nicht auf Spotify hochladen konnten, wegen Rechten und so. Dazu werde ich euch gleich auch etwas sagen. Aber nur mal, was schätzt ihr, wie viele Songs habe ich so online auf Spotify? Was schätzt ihr? Schätzt mal, versucht. Versuch. Okay, Achi sagt 36 Songs. Bruder, bisschen mehr, Bruder. Vato sagt 40 Songs. No sagt 35 Songs. 58 Songs. Ihr sagt, Onkel sagt 99 Songs, tschüss. Abdi sagt, was sagt Abdi? 84. Jazz sagt 108. 135. Okay, guck mal, wir checken jetzt zusammen. Ich drehe einmal für euch auch. Dann könnt ihr auch einmal sehen, wie viele Songs MM tatsächlich hat. Damit ihr auch versteht, warum ich von Musik leben kann. Weil ich bin ja kein Faulpelz. Okay? Guck mal, ihr seht gerade nur die 10, aber ich zeige euch mal, wie weiter es geht. Okay, also wir haben schon mal mehr als 34, mehr als 40, mehr als 50, mehr als 60, mehr als 70, mehr als 80, mehr als 90, mehr als 100, mehr als 110, mehr als 100. Wir haben insgesamt 118 Songs, okay? Wir haben mehr als 100 Songs, Freunde. Und hier fehlt noch ein Song, den muss ich noch hinzufügen. Und zwar ist noch ein Song rausgekommen jetzt vor kurzem. Hier ist der Song. Ist der Song hier? Ne, ist das der? Es ist auf jeden Fall jetzt gerade mit, wie heißen die? Wild Boys. Ist noch ein Song rausgekommen mit meiner Wenigkeit. Die haben auch einen Song noch rausgehauen. Den muss ich auch noch in die Playlist hinzufügen. Aber den könnt ihr auch gerne euch anhören, wenn ihr Zeit und Lust habt. Ja? Hier habe ich nämlich auch noch ein Placement irgendwo. Damit ihr wisst, Freunde, ich habe insgesamt über 118 Songs. Habe ich echt nicht gedacht, genau. Und das ist halt das Ding, Freunde. Wenn du so viel gearbeitet hast, ja, so viel Musik gemacht hast, dann musst du ja auch irgendwie, irgendwann muss man sich ja auch mal ein bisschen erholen können, ja. Und dafür sorgt natürlich dieses, ich sag mal, irgendwo auch mit der Verlag. Weil der Verlag sorgt dafür, dass das Geld für die ganze Musik, die du gearbeitet hast, auch zu dir kommt. Dass deine Rechte zu dir kommen. Weil manche Songs von mir laufen auf TikTok, laufen auf Instagram, laufen auf Partys, laufen im Radio, laufen im Fernsehen. Ich habe sogar jetzt einen Song, der kommt jetzt in eine Serie, wird der veröffentlicht werden. Die Serie läuft über Disney. Die Serie heißt Sam, ein Sachse. Okay, das kann ich euch auch mal ganz kurz einmal hier einblenden, damit ihr das mal hier seht. Ich glaube, die Serie kommt nächsten Monat raus. Ne, diesen Monat. Wir sind ja schon im Dings. Auf jeden Fall, für diese Serie habe ich auch einen Song gemacht, ja.
Die Serie handelt von einem Mann, sein Name ist Samuel, das ist auf wahre Begebenheit. Er ist ein Deutscher, kongolesischem Hintergrund, ja, also Migrationshintergrund. Zu dem Song, zu dieser Serie habe ich auch einen Song gemacht. Das läuft über Disney Plus. Für die, die das nicht sehen, hier kurz andere Flex, damit ihr kurz Disney gesehen habt. So, Freunde, also ich bin am Gas geben. Überall links und rechts. Ich bin am Hustlen. Ich habe jetzt wirklich insgesamt über 120 Songs online. Und da fehlen ja noch ein paar Songs, die ich auf einem alten Projekt hatte, das sich Ohrfeigen Mixtape nennt. Was wir halt nicht online gestellt haben, einfach aus dem Grund, weil da viele Beats waren, die unter anderem von bekannten Rappern waren. Okay, damals kannten wir das noch alles noch gar nicht. Verlag, Beats kaufen. Wir haben einfach auf YouTube Beats runtergeladen. Damit das Ganze sich in eine professionelle Richtung bewegt, okay? Für alle Artists, für alle, die Musik machen wollen, braucht man einen Verlag, man braucht einen Vertrieb, man braucht ein Management, man braucht eine Booking-Agentur und man braucht vielleicht sogar auch Marketing-Management, man braucht Social-Media-Marketing-Leute. Also zu einem Künstler gehört ja einiges. Aber wenn ihr gar keinen Bock auf das Ganze habt, ihr habt keinen Bock auf ein Major, ihr habt keinen Bock auf einen Vertrieb, ihr habt keinen Bock auf irgendein Management, ja? Dann sorgt einfach nur dafür, dass eure Musik, ja, dass ihr einen Vertrag mit einem Verlag habt, der sich einfach nur darum kümmert, dass eure Musikrechte zu euch kommen. Der eure Musik bei der GEMA anmeldet, damit die GEMA euer Geld wieder einspielt. Guck mal, Freunde, wir reden jetzt mal erstmal über Zahlen hier. Weil einige machen sich vielleicht Sorgen um mich, weil ich gerade auf TikTok und Twitch bin. Ich muss euch natürlich ehrlich sagen, ich habe das so just for fun nebenbei angefangen. Einfach mal, um zu gucken, wie ich hier so eine Community-Bindung schaffen kann. Damit die Menschen auch den Künstler hinter der, wie sagt man, abseits der Musik auch mal kennenlernen. Damit ihr mich auch wirklich, ihr euch in mich verliebt. Dass ihr eure Frauen verlasst und eure Männer verlasst für MM. Ja, dafür bin ich hierhin gekommen. Und ich weiß doch, ihr habt euch doch schon längst verliebt. Aber klar, mich gibt's nur einmal, deswegen, ihr müsst euch mich teilen. Ja, deswegen komme ich immer hier, sitze ich hier für euch und mache ich und tue und rede und bin da. Aber ganz kurz nebenbei. Dementsprechend, Freunde, ihr müsst euch um mich keine Sorgen machen. Wirklich, ganz ehrlich. Ich will auch nicht so groß reden oder so. Aber ich habe wirklich sehr, sehr viel Musik. Ich habe 120 Songs. Lass uns aufrunden. 120 Songs habe ich allein nur auf Spotify. Und wenn wir jetzt mal gucken, meine Legacy, die wir auf Spotify nachschauen können, da kommt natürlich was bei rum, Freunde. Ich habe hier Songs, die haben 20 Millionen Streams. Andere hat 5 Millionen, andere hat 5 Millionen, 1 Million. Ja, das ist ganz frisch, 200.000. Da habe ich andere, die haben 4 Millionen, 3 Millionen, dies und das. Ab 1 Million könnt ihr rechnen, ja, hast du dein 3.000 verdient. Und wenn 1 Million nur auf eine Plattform kommt, also sagen wir auf Spotify ist eine Million Klicks, aber du hast auch 1 Million Klicks, hast du auch auf iTunes, hast du auch auf Apple Music, hast du auch da und da. Versteht ihr, da kommt schon was bei rum. Also Freunde, ja, damit wir nicht hier die ganze Zeit über das reden, macht euch keine Sorgen. Worum ihr euch Sorgen machen solltet, boah, guck mal krass, das sehe ich gerade hier nebenbei, das muss ich euch nochmal kurz zeigen. Guck mal, wir haben aktuell 299.000 monatliche Zuhörer und ich habe schon locker, wie lange habe ich jetzt nichts rausgebracht, keine Ahnung. Das heißt, das Interesse besteht ja. Die Musik wird ja gefeiert und wird auch gepumpt. Das freut mich auch alles. Nichtsdestotrotz hat MM natürlich auch andere Pläne und andere Businesses und andere Visionen. Ja, ich muss mehr machen, Mann. Ich habe Familie, ich habe Freunde, ich habe euch. Ich will euch motivieren. Ich will euch was von meinem Mindset mitgeben. Und ich habe nicht so viel Zeit. Nicht, dass ich jetzt krank bin und irgendwie in ein paar Wochen draufgehe. Wer weiß, nur Gott weiß, ja. Aber ich meine einfach damit, der Tag hat nun mal nur 24 Stunden. Und wenn ich jetzt von den 24 Stunden, ja, wie lange schläft man so? Ich sag mal, guter Schlaf ist 8 Stunden. Ich glaube so 8 Stunden, ne? Wenn du jetzt 8 Stunden schläfst von 24 Stunden, sagen wir 8 Stunden, schläfst du von 24 Stunden, Bratan. Wie viele Stunden hast du dann noch für den Tag? Ich kann nicht rechnen, deswegen rechne du für mich, Bruder. Wie viel? 16 Stunden. Bruder, dann hast du noch 16 Stunden, ja? Und dann gehst du noch zur Schule oder gehst du arbeiten nochmal 6 Stunden. Dann hast du aus 16 Stunden, hast du dann nur noch 8 Stunden. Und dann hast du noch Freunde, Familie, gehst noch was essen. Sagen wir, dafür investierst du nochmal 5 Stunden. Dann hast du nur noch, wie viele Stunden hast du für dich, um deine Sachen zu verwirklichen, ja? Und das ist, warum ich so viel hustle und so wenig schlafe. Mess sein Rücken! Mess sein Rücken! Dankeschön für dein Abo-Memo. Freunde, kommt alle rüber auf Twitch gerne. Also, und damit ich einige Sachen, weil ich ja Kontrollfreak bin, Perfektionist bin, ja, und ich setze natürlich auf meine eigenen Ziele und Visionen, brauche ich ja trotzdem
Leute, denen ich auch Arbeit abgeben kann, denen ich auch vertrauen kann. Ja, das ist nun mal so, weil so, sonst kommst du auch nicht so schnell voran. Du kannst ja nicht alles alleine machen. Das heißt, ich gebe meine Musik, gebe ich an einen Verlag, damit die sich darum kümmern, dass egal wo meine Musik läuft, wenn die irgendwo im Radio gespielt wird oder in irgendeinem Club läuft, dass dieser DJ das eintragen muss, damit das Geld zu mir kommt. Und das tut jeder professionelle Musiker. Und für dieses, dass sich jemand darum kümmert, brauchst du nicht Universal oder Warner oder so und so. Du brauchst keine großen Verleger. Wir haben jetzt selber einen Verlag gegründet und bieten das für Künstler an, weil ich weiß, dass es viele Künstler gibt, die Musik droppen, die hauen Musik raus, die hauen das raus, die kriegen sogar vielleicht gute Zahlen, aber die verdienen kein Geld damit. Die machen eigentlich, verballern die einfach ganz Zeit ihr Potenzial. Und so habe ich das auch jahrelang gemacht. Wenn ich euch hier Songs zeige, es gibt Songs, dafür habe ich noch nie einen Euro gesehen. Sag ich euch ganz ehrlich, die sind halt nun mal jetzt schon so draußen, ohne Verlag, und die kann ich auch nachträglich jetzt gar nicht mehr holen. Ja? Deswegen, Freunde, für alle, die Musik machen wollen, ja, befasst euch mit dem Thema Verlag. Befasst euch damit. Wir haben jetzt selber einen Verlag gegründet, ein Publishing, Tima Publishing heißt das, ja, N-T-I-M-A Publishing. Checkt das gerne ab. Ich habe auch eine Instagram-Seite. So, ich habe das jetzt mal für euch gepostet. Messer in Rücken! Lisch! Lisch, was geht? Herzlich willkommen, mein Bester. Ja, Mann, ich habe das jetzt für euch gepostet. Für alle, die Musik machen wollen, ja? Schreibt gerne einfach dem Publishing. Schreibt einfach gerne dem Verlag, Tima Publishing. Schreibt, ey, ich mache Musik. Ich bin Produzent. Ich bin Songwriter. Ich habe keinen Verlag. Ich habe keinen, der sich darum kümmert, dass meine Rechte, meine Musik, ja, dass ich Geld dafür bekomme. Und dann guckt man, ja, ob es sich lohnt bei dir, diese Arbeit zu machen, ob es sich für dich lohnt. Ja, das ist am Ende eine Win-Win-Sache. Muss jeder für sich wissen. Aber ich, als jemand, der selber Musik macht und jahrelang wirklich lange Musik gemacht hat, guck mal, ihr habt das gerade mit mir verglichen. Ihr konntet gerade einen Einblick haben in meine Zahlen und vor allem in meinen Output an Musik, wie viele Songs ich jetzt schon mittlerweile wirklich, Freunde, das ist, ich muss noch einmal gucken. Das ist nicht zu unterschätzen, Mann. Wo steht das, dass ich, wie viele Songs ich habe? Guck mal, hier steht 118 Songs. Also man kann eigentlich aufrunden, ich habe über 120 Songs gemacht, ja. Und das in nicht so einer, so einer langen Zeit. Also es ist ein kurzer Zeitraum eigentlich. Ja, damit ihr Bescheid wisst, ja. Dadurch kommt natürlich das Geld. Dadurch hustle ich natürlich anders. Für alle, die Musik machen wollen, guckt, dass ihr euch darum kümmert, einen Verlag zu kriegen, ja. Wenn ihr nicht irgendeinen Verlag haben wollt, wenn ihr sagen wollt, ey, ich will bei Sugar in seinem Verlag, dann guckt auf mein Instagram und dann seid ihr auch bei mir in guten Händen. Und wir kümmern uns darum, dass eure Musik gut vertrieben wird, also in die richtigen Portale kommt, ja. Das wollte ich euch nur ganz kurz mitgeben, ja. Wir werden noch öfter über Verlag sprechen, aber das sind halt Sachen, was auch dazugehört. Weil viele sagen mir, Bruder, kann ich dir einen Song zeigen, kannst du reagieren, kannst du so und so. Bruder, ich kann das alles machen, aber du willst auch Geld damit verdienen. Oder willst du einfach nur, dass Sugar MFK sagt, ey, das war gut? Natürlich, das ist auch was wert, Bruder. Das ist vielleicht sogar mehr wert als Geld. Aber langfristig gesehen musst du halt auch Geld verdienen irgendwann mit deiner Musik. Und brauchst du einen Verlag, Bruder. Und dafür haben wir einen Verlag gegründet. Okay, Freunde, das war's zum Thema Verlag für heute. Und egal, wo ich sonst bin, mein